Schön, dass du wieder da bist. Du willst uns jetzt mal zeigen, wie wir Erfolg haben können und Ja. wie viel Misserfolg eigentlich diesen Weg pflastern. Ja, seit September 2013 habe ich mit 3D-Druckern zu tun. Ich habe mir meinen selbst zusammengebaut. Und in Augsburg haben wir einen Hackerspace. Auch da werden Drucker zusammengebaut. Und dort geben sich vielerlei Probleme. Ich habe ein paar Probleme heute mit dabei. Das erste Problem möchte ich dich bitten, in die Kamera zu halten. Wir haben beim Drucker üblicherweise drei Achsen, X, Y und Z. Und die drei Achsen müssen natürlich im rechten Winkel zueinander ausgerichtet sein. Das kann man bei der Montage richtig machen. Dieser Oder Winkel ist nicht recht. der ist nicht recht. Das ist eine schiefe Y-Achse. Auf dem Bild 1 sieht man, wo an diesem Druckermodell die entsprechenden Schraubverbindungen zu lösen sind. Dann wird die Y-Achse im Winkel ausgerichtet. Da hilft natürlich auch wieder ein Winkelwerkzeug. Und am Ende muss man nochmal so ein Testobjekt drucken, so lange, bis tatsächlich ein rechter Winkel Was ist das für ein dabei. Druckermodell in diesem Bild? Das ist ein Prusa i3, den wir im Rahmen des Workshops achtfach aufgebaut haben. Und einer dieser Drucker hatte tatsächlich dieses Problem. Den gibt es Und als Bausatz? den kann man als Bausatz überall auf der Welt besorgen. Es gibt deutsche Händler, es gibt europäische Händler und natürlich Was auch kostet Chinesen. sowas etwa? Wir haben bei uns im Open Lab einen Spezialpreis, so um die 600 € muss man rechnen. Ja. Okay. Dabei kriegt man natürlich auch die Anleitung von uns Profis und da kann jeder Laie Und vorbeikommen. Hilfestellung. Wir haben ja die Links von dir bekommen, die auch Ja. auf die Homepage kommen. Da kann man nachsehen, wo man ist. Da gibt es ein Forum und so Ja. weiter. Schön. Ja, was Okay. haben wir noch für Probleme? Das nächste Problem ist eins Nee, meiner. du hast hier noch so Eier, die sollen nur das Naja, wo das ist Kreise sein, natürlich ja? eine Auswirkung von einer nicht rechtwinkligen Achse. Etwas Rundes wird dann natürlich nicht rund, sondern es wird dann eiförmig, ellipsenförmig. Und wenn man ein Türschloss öffnen, Konstrukt basteln will und ein Zahnrad dreht sich nicht schön rund, dann ist irgendetwas die Ursache und in diesem Fall war es die Y-Achse. So, und dann hast du hier Dann kommen dieses. wir zum übelsten Stück von meiner Sammlung. Das ist tatsächlich mir passiert. Nach ein paar Wochen Stillstand habe ich was gedruckt und normalerweise sollte die Unterseite spiegelglatt sein und hier spiegelt sich so gut wie gar Das nichts. ist sehr rau, ja. Ja. Die Ursache war hier ein falscher Abstand. Die Düse, wenn sie zum Drucken beginnt, muss sie in die Nähe des Druckbetts fahren. Der Abstand ist etwa 0,2 Millimeter. Und wenn er nicht stimmt, dann kommt eben sowas dabei raus. Das heißt also, die Düse geht runter auf diesen Tisch, auf das Druckbett und wenn Ja. das zu hoch ist, dann passiert sowas. Die Düse muss den flüssigen Kunststoff auf das Druckbett schmieren. Es darf nicht von selbst runterfallen. Wenn es selbst runterfällt, dann Okay. sieht das so aus. Ja. Ein weiterer Bereich der Probleme sind derartige Materialspulen, die man so zu kaufen bekommt. Und die sind vom Hersteller aufgewickelt. Und wenn man nicht aufpasst beim Einspannen, dann ergeben sich eben solche lustigen Verknotungen, die eine ganze Weile funktionieren. Auf Bild 3a und 3b sieht man das nochmal im Detail. Das funktioniert eine ganze Weile, bis es dann eben verknotet und Also das wenn man das Material jetzt sich irgendwo nicht hier mehr. rauszieht oder so Ja, etwas, ja. dann kenne ich auch vom Gartenschlauch gleiche So Effekte. ähnlich, Dann, ja. ja. Also diese Spule kann ich so nicht mehr verwenden, die muss ich komplett abrollen, bevor ich sie beim nächsten Mal bei mir zu Hause verwende. Für die Sendung ist es mir wert. Gut. Okay. Dann habe ich mal mit flexiblem Material Ui, probiert. das gibt es Das auch ist ganz also flexibel. flexibel. Was ist das für ein Material? Da lässt sich der Hersteller leider nicht so sehr in die Karten schauen. Es ist irgendwas mit Polyurethan, es ist kein Silikon, es ist auch kein Gummi, aber es ist eben flexibel. Ziel war es, eine Hülle für das Mobiltelefon zu drucken und dabei ist es mir passiert, dass bei der ersten Schicht auch kein Material mehr kam. An der Spule lag es nicht. Es hat eine andere Ursache. Flexibles Material hat die Eigenschaft, dass es sich Wege sucht. Ja? Wenn ich das versuche, irgendwo hinzupressen, dann sucht es sich einen Weg. Ja, die Lösung war dann eine Also Softwarelösung. normalerweise ist das Filament ja massiver, stabiler Nein, nein, das ist und da genau geht dieses es, Filament. Ja? ja, und das hier ist Das sucht flexibel sich und einen das. anderen Weg. Ja. Und je mehr Knicke es gibt, desto weniger lässt es sich vorschieben. Ja.
der Druck geht auf die Seite anstatt nach unten und dann kommt am Ende nichts mehr raus. Die Softwarelösung war relativ einfach. Man muss einfach nur alle paar Millimeter das Material zurückziehen, damit sich die Knicke lösen und dann kann man wieder Druck drauf geben und letztlich hat Softwareänderung funktioniert. Letztendlich. Ja. Mhm. Es ist so, in der 3D-Druckerwelt ist man noch nicht so sehr auf die neuen Materialien eingestellt. Da ist noch vieles im Werden und am Machen. Da müssen wir mal gucken, wie schnell das vorangeht. So, darf ich da drauf? Ja, kommen? Natürlich. Das ist jetzt ein Filament mit Holzanteil. Hier haben wir etwa 40% Holzanteil. Das sind also richtige Späne im Filament mit drin. Und wenn man so eine Düse hat, dann hat die einen definierten Durchmesser. Hier vorne haben wir die Düsenöffnung mit 0,4 mm. Und der Hersteller dieses Filaments sagt, man möchte doch bitte 0,5 mm Düse verwenden. Mhm. Habe ich nicht getan, das Ergebnis sieht man hier. Einen großen Teil der Eule ist gedruckt, danach hat es die Düse verstopft. Und ich musste erst die Verstopfung wieder lösen. Mhm. Und das hier ist dieses holzhaltige Filament. Ja. Und das hier hast du dann aus der Düse rausgezogen. Richtig. Ja? Man macht üblicherweise mit glasklarem Filament den Versuch, die Verstopfung mit dem neuen Filament zu verbinden, zu verschmelzen. Mhm. Dann wird es ein bisschen abgekühlt, wird rausgezogen. Und nach drei Versuchen war die Düse wieder frei und ich konnte von neuem beginnen oder an der Stelle viel mehr ansetzen. Und man sieht hier sehr schön, es ist ein paar Millimeter hat es wieder funktioniert und danach eben nicht mehr. Das heißt, du musstest dann tatsächlich das, was der Hersteller gesagt hat, die 0,5er Düse nehmen. Und richtig, dann die habe ich inzwischen bestellt, die müsste auch schon da sein. Ich werde den Rest von diesem Holzfilament mit der größeren Düse versuchen zu drucken. Das ist auch so ein schönes Beispiel, ein Hotend, das nicht ganz dicht verschraubt wurde. Wir haben hier Schraubverbindungen, die werden beim Zusammenbau natürlich im kalten Zustand zusammengeschraubt. Auch natürlich mit Schraubenschlüssel festgezogen, aber Metall dehnt sich halt aus bei der Erwärmung. Naja, und dann gibt sich dann eine minimale kleine Lücke und wenn man nicht aufpasst und zuguckt beim Drucken, dann hat man nach einer halben Stunde einen in sich geschlossenen Batzen Kunststoff, der der Verursacher im Open Lab demnächst reinigen darf. Ah, ja. Ich werde es nicht tun. Gut. Es gibt also eine ganze Menge Fehler, die man machen kann. Das waren jetzt mechanische Fehler. Mhm. Wir haben aber auch logische Fehler. Du hast das Gehäuse von dem Komponententester so gelobt. Auf deiner Seite habe ich mal den Werdegang des Gehäuses mitgebracht. Die ganzen Fehler, die mir passiert sind. Teilweise habe ich falsch gemessen. Zum Teil habe ich die Dimensionen eines Batterieclips falsch geschätzt und in die Software eingetragen. Naja, das könnte man eventuell sehen, wenn man hier drauf guckt. Da passt ein Batterieclip natürlich nicht durch, durch diese Lücke, durch dieses Loch. Ich würde das Kabel abschneiden und neu zusammenlöten, aber okay. Ja, dann war das Fenster für das Display mal zu klein oder mal an der falschen Stelle oder die Aussparung für die Batterie war zu klein. Naja, und am Schluss ist dann doch was Vernünftiges dabei rausgekommen. Das haben wir ja gesehen, das fertige Gerät ist ja hier. Da passt alles rein, das sieht dann so aus. Wenn man anfängt mit 3D-Druckern, einen eigenen 3D-Drucker zusammenbastelt, man muss eine Community haben, mit der man kommunizieren kann und sagen kann, wie geht das, was kann ich hier machen? Ja. Man muss nicht, aber es ist unheimlich hilfreich. Die ganze Entwicklung dieser 3D-Drucktechnik im Hobbybereich findet auf dem englischen Inselchen statt. Alles, was man lesen kann, ist in der Masse Englisch. Mhm. Und wenn man was Deutsches lesen kann, tut man sich viel leichter. Das ist wohl wahr. Ich habe dieses Buch mitgebracht. Das habe ich mir mal bestellt und habe es auch durchgelesen. Es ist von einem jungen Mann, von dem Florian Horster. Es ist für meine Begriffe sehr umfangreich, sehr gut, sehr interessant. Es geht über weit über das hinaus, was den reinen Druck betrifft, mit vielen Quellen, Ursachen, Beispielen, Modellen, Hinweisen. Bringe ich das mit in die Sendung und wollte sagen, damit bin ich im Grunde genommen gut zurechtgekommen. Und was sagst du? Du hast ich habe das selber, ich kenne auch den Autor, ich habe mit ihm gesprochen. Ja, das ist mal eine Zusammenfassung von allen wichtigen Dingen, die man als Anfänger braucht. Also, aus dem Hansa Verlag ist dieses 3D-Druck für alle von Florian Horster. Wenn du das empfiehlst, ist das viel besser, als wenn ich das mache. Schönen Dank. Okay, bitte.